Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt und ich möchte heute über Halloween Kills sprechen. Ja, das war nicht die richtige Maske, ich habe sie nicht. Auch ich kann nicht alles haben. Noch. Ja, und jedenfalls möchte ich über 40 Jahre später die anknüpfende Filmreihe sprechen. Denn wir haben ja mittlerweile zwei Filme draußen. Halloween Kills ist jetzt gerade dieses Jahr erschienen. Es ist die Fortsetzung vom 2018er Halloween, den ich übrigens auch schon sehr gelungen fand. Und Halloween Kills schließt direkt daran an. Grundsätzlich finde ich den Film gut. Meine Meinung ist positiv zu Halloween Kills. Und auch vom Erzähltempo ist es so, dass ich halt sage, er hat keine Längen, die mich stören würden. Also es gibt dann immer wieder so Beruhigungspunkte und es muss ja auch so sein, dass halt so eine Figur wie Michael Myers, Jason Voorhees und auch Freddy, die haben ja immer sehr wenig Zeit in ihrem Film. Die tauchen vielleicht 15 Minuten im ganzen Film überhaupt auf und Darth Vader ist ja auch in Star Wars nicht anders. Also das macht ja auch die gute Figur aus. Wir wollen uns ja alle nicht fragen, wie geht Michael Myers aufs Klo, wenn er muss? Muss er überhaupt? Isst er? Trinkt er? Die Fragen werden immer mal wieder behandelt. Die werden immer wieder aufgegriffen, gerade was das Essen angeht übrigens. Im ersten Halloween schon und auch in diesem. Denn Halloween Kills macht etwas, was Fortsetzungen oft nicht gut hinbekommen. Und wo andere scheitern, brilliert dieser Film. Dabei gibt er leider aber auch Michael Myers so einen anderen Motivationseinschlag. Es ist nicht so desaströs wie der schlimme Versuch im sechsten Halloween, der Fluch des Michael Myers, ja, wo dann so ein Druidenkult ihn steuert und dahinter steht und er hat so eine Rune, die wir vorher nie gesehen haben, auf dem Arm, bla bla, doof. Zur Einordnung, für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es gerade geht. Halloween 1978. Ja, also der weißgetünchte Captain Kirk bemaskte Michael Myers, der fängt da an, die Babysitter umzubringen und nur Dr. Loomis kommt ihm auf die Spur. So, dieser Film ist der, wo Laurie Strode noch nicht zu seiner Schwester erklärt wurde. Das war erst im 81er Halloween 2, das ist der im Krankenhaus. Der zieht sich hin, ist ultra brutal, kam nicht gut an. Ja, jetzt kann man auch irgendwie sagen, man lässt die anderen Filme alle weg. Und das hat John Carpenter dann getan, indem Halloween 20 rauskam. Ja, also H2.0, H20, also nicht H2O, der dann 98 erschienen ist. Da wird das noch so aufgegriffen, dass Laurie Strode, Jamie Lee Curtis Charakter, tatsächlich seine Schwester ist. Das hat man beim 2018er Halloween, über den wir unweigerlich sprechen müssen, weil wir jetzt gerade über dessen Fortsetzung reden, tatsächlich so hinbekommen. Es war damals ja auch so, wenn ich mich richtig erinnere, verlautet worden, dass Halloween eine neue Dreiteiler-Reihe bekommt. Das heißt, da standen auch die Daten schon fest, dann kam was dazwischen und so haben wir 2018 den ersten Film bekommen, also den Auftakt der Neutrilogie und ich habe ihn mir damals nicht angeschaut. Ich wollte nicht. Ich fand das irgendwie doof. Und dann habe ich Terminator Dark Fate gesehen. Danach war ich zu allem fähig und habe beschlossen, komm, wenn der jetzt auch scheiße ist, jetzt schau ihn dir endlich an. Er ist gerade irgendwie auch in Amazon Prime enthalten. Das war ja schon hier ein Jahr her alles. Schau ihn. Und dann fand ich Halloween 2018 unglaublich gut. Dazu aber in meinem Video zu diesem Film. Und jetzt kommt Halloween Kills und könnte eben als Fortsetzung richtig verlieren. Tut er aber nicht. Es ist eine gute Fortsetzung nach meiner Meinung. Er hat einen eigenen Soundtrack, der mich sehr an die Purge-Serie erinnert. Ich habe mal nachgeguckt und wieder vergessen, ob es derselbe Komponist ist. Ja, hätte ich jetzt vorher machen können, habe ich nicht. Es hört sich jedenfalls für mich sehr danach an und passt aber auch. Die Charaktere selber, die in Halloween Kills auftauchen, und jetzt wird's gut, sind teilweise Charaktere aus dem allerersten noch. Also wir sehen sogar noch Sheriff Brackett. Ja, der halt damals ja seine Tochter Annie verloren hat, gespielt von Nancy Loomis. Und der taucht jetzt auf als im Krankenhaus noch arbeitender, wie das so bei pensionierten Sheriffs ist. Ne? Sicherheitsmann, der eigentlich wie ein Sheriff aussieht. Der Sheriff ist auch hier wieder, wie in vielen dieser Serien, ein Schwarzer mit Cowboyhut, der aber gerne in Zivil, sprich in einem Anzug rumläuft und auch ohne sichtbar irgendwie Stern oder so. Finde ich immer ein bisschen bizarr. Das hat mich auch bei Sons of Anarchy unter anderem gestört. Man sieht es auch in vielen anderen Serien und Filmen. Ich weiß nicht, warum ist das so?
Ich bin ja kein US-Amerikaner und war da auch noch nie. Ich habe auch noch keinen Sheriff getroffen. Also bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn das hier ganz normal dort ist und nur mir komisch vorkommt. Ja, dann haben wir halt Tommy Doyle, der aber, soweit ich weiß, nicht der Original Tommy Doyle ist, denn man hat den Schauspieler, also das Kind damals, heute nicht mehr gefunden. Ja, soll vorkommen. Hat man also anders besetzt. Die Krankenschwester, die damals schon mit Dr. Loomis zusammen im Auto saß, als man zur Anstalt wollte, um ihn abzuholen, den Michael Myers, und der dann fliehen konnte, die hat man auch aufgetrieben. Haddonfield wird ja hier dargestellt, und das sehen wir jetzt erstmals, als eine traumatisierte Kleinstadt, die halt wirklich dann vor Halloween irgendwie immer Angst hat. Immer liegt dieser Schatten von Michael Myers. Das wird wirklich sehr lange aufgebaut im Film, ohne dass es, finde ich, zu langatmig und doof wirkt. Und es ist auch nicht konstruiert, es wirkt einfach sehr authentisch und persönlich. Die Charaktere handeln konsequent, folgerichtig. Also sie werden so dargestellt, wenn das 40 Jahre her ist, wie wird es damit heute gehen? Das ist eine sehr schöne Darstellung, muss ich sagen. Und jetzt biegt der Film allerdings in etwas ab, wo ich es doof finde. Das ist einer von meinen zwei Punkten, die ich jetzt hier konstruktiv, negativ, kritisch betrachten möchte. Das eine ist, es gibt Rückblenden, und zwar nicht mal wenige, die dann halt einige Charaktersituationen ändern. So ist es zum Beispiel so, erinnern wir uns noch an den Original Halloween, dass halt der Mobber von Tommy Doyle, der Chefmobber, der Lonnie ist. Lonnie taucht wieder auf. Ja, es ist sogar der richtige Schauspieler. Also es ist das damalige Kind als Erwachsener heute, der in dem Film mitspielt. Und dann gibt es ein paar Szenen, da wird Lonnie dann als Opfer dargestellt, selber von Mobbing. Also der Mobber wird gemobbt. Gibt ihm natürlich jetzt vielleicht eine andere Dimension oder Tragweite. Vielleicht ist es aber auch einfach nur nicht ganz so, ja, für mich glaubwürdig. Aber vielleicht nur meine Meinung. Und der hat eine Begegnung mit Michael Myers, der ihn am Leben lässt. Also der trifft einfach auf ihn. Der sieht ihn, oh, das ist er, das weiß er dann ja schon, weil weiße Maske, blauer Overall. Und Michael geht aber einfach weiter. Das, finde ich, ist eine richtige Darstellung. Was mich jetzt hier gestört hat, ist eben dieser Sachverhalt mit, dass Lonnie jetzt hier, ja, vom Mobber dann irgendwie selber auch Opfer und so. Also das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Diese Darstellung selber hat auch nicht so viel dazu beigetragen. Man hat halt einfach nur den Schauspieler Lonnie, glaube ich, reinbringen wollen. Von Lonnie, meine ich. Und damit war es das. Michael wird aber hier, und das fand ich wieder interessant, so dargestellt, wie wir ihn alle kennen. Der ist ja kein purer Sadist, der einfach mal so drauf loskillt, sondern der hat ja vermutlich irgendwie sowas wie einen Plan, den wir nur nicht verstanden haben. Den haben wir damals nicht verstanden. Warum bringt er jetzt diese ganzen Babysitter um? Also er macht ja dann im ersten Film das so, dass er halt, es sind ja nur vier, die sterben. Ja, das sind dann halt immer die, die zufällig in diesem Haus alle sind, und die sind dann halt dran oder drumherum. Ja, dann nimmt er sich ja die eine, die Babysitterin hier, Annie, die Tochter vom Sheriff, und tötet die im Auto und nimmt ja noch den Grabstein von Judith Myers. Also Michael Myers war ja im Original Halloween am Grabstein. Ich hole jetzt hier ein bisschen aus dem alten Film, um zu verdeutlichen, dass er eben ja kein einfacher, purer Lust-Sado-Killer ist, wie jetzt hier Jason. Sobald du in seinem Revier bist, bist du halt freiwillig. Sondern Michael lässt ja Kinder wie Lonnie, wie in der Rückblende gezeigt, eben leben. Ja? Und da muss man sich ja fragen, warum macht er das? Und die Halloween Kills kommt jetzt hier mit einer Erklärung um die Ecke, dass Michael auch damals schon immer nur im Zimmer seiner Schwester gestanden habe und einfach rausschaute. So, und er schaut gar nicht raus, sondern nur das Spiegelbild. Dann hätte er sich auch vor den Spiegel stellen können, kann man ja sagen. Aber es geht ja nur um diese Reflexion scheinbar, so mal dahingestellt. Und deswegen steht er ja auch dann halt immer gerne an dieser Stelle. Wie auch in Halloween 2018. Als übrigens Nick Castle noch einmal wirklich selber dann das Michael Myers Kostüm angezogen hat und am Fenster stand, ja, und damit dann die Fackel übergeben wurde in diesem Film dann vor ein paar Jahren an die neuen Schauspieler oder Stuntmen, die ihn dargestellt haben. Die Frage ist jetzt halt, wieso macht er das? Aber es ist mal was Neues. Eine Fortsetzung muss immer in der Lage sein, einfach bisherige Handlungen nicht komplett irgendwie umzuschreiben, dann wird sie nämlich schlecht, sondern zu ergänzen, uns noch was zu enthüllen, was wir vielleicht noch nicht kannten, was aber plausibel ist, was nicht irgendwie alles aufhebt und negiert und sonst was macht. So, und jetzt kommt also Michael in diesem Film, und jetzt kommt mein zweiter Kritikpunkt negativer Art. Michael wird plötzlich so ein bisschen sadistischer. Also, er bringt im
Originalfilm ja auch einen um, indem man ihn so an die Wand pinnt. Übrigens finde ich das immer wieder geil, wenn Hollywood es nicht versteht, dass Messer nicht irgendwie hoch kann, sondern horizontal reingesteckt werden müssen wegen den Rippen. Danke Hollywood. Kommt, macht euch, lasst euch doch mal bitte einmal von jemandem beraten, der medizinisch Ahnung hat. Bitte nur einmal. Ja? Messer so reinstecken, passt besser. So, für die Killer unter euch. Und jetzt hängt er da ja dran und dann steht der Michael da und legt er seinen Kopf schief, wird von Nick Castle ja auch immer als sein Lieblingstod beschrieben, sein Lieblingsmord von Michael. Und er macht was Ähnliches in Halloween Kills. Da richtet er ja wirklich bei einem Ehepaar, das ist bei einem alten Ehepaar, den alten Mann hin, indem er den wirklich so mit ganz vielen Küchenmessern hier so richtig spickt und aus dem halt so eine Art Messerigel macht. Und dann steht er noch so kurz da, guckt sich das so ganz neckisch an und dann sticht er noch ein paar Mal rein. Ja? Das hat noch diesen Anstrich von früher. Und jetzt kommen wir dazu, was ich nicht gut fand. Gleich wie der Film beginnt. Michael gegen die Feuerwehrleute. Das war halt einfach nur, Michael ist jetzt wütend und jetzt müssen alle halt irgendwie dran glauben. Das sind die Feuerwehrler, die versuchen, den Brand zu löschen. Denn Halloween 2018 endet ja vielleicht mit Michaels Tod. Er ist jetzt gefangen in Laurie Strodes Haus und fackelt halt alles ab. Wir sehen nicht, wie Michael wirklich stirbt, damit man ja eben eine Fortsetzung machen kann. Die war aber damals ja gewissermaßen schon geplant. Also werden wir auch hier wieder Jamie Lee Curtis sehen. Gar nicht in so großer Rolle tatsächlich. Sie bekommt nicht so viel Zeit als Charakter wie, so sage ich mal, im ersten Film. Das ist aber auch, finde ich, völlig in Ordnung. Auch hier wieder gute Fortsetzung. Die Figur wird hier genauso dargestellt, wie ich mir übrigens Sarah Connor in einem Terminator-Film heute gewünscht hätte. Deswegen finde ich tatsächlich, Halloween 2018, werde ich in meinem Meinungsvideo dazu noch sagen, den besseren Terminator Dark Fate. Ja, aber von vorn bis hinten. Und hier in Halloween Kills ist Michael wirklich einfach nur der Terminator. Alle, die ihm im Weg stehen, gerade eben die Feuerwehrler, die werden halt mal richtig hart weggemacht. Dann nimmt er sich von einem halt irgendwie dessen Säge, ja, da hat er so eine Kreissäge und zersägt dann halt da den Feuerwehrler. Beim anderen nimmt er sich die Feuerwehraxt und dann fehlt er halt dadurch und. Natürlich muss er ja erstmal irgendwie entkommen. Ja, aber die Darstellung war mir ein bisschen Michael der Sadist. Ja, das hat irgendwie nicht so richtig für mich gepasst. Dann gab es noch eine andere Szene. Das war eine Rückblende von zwei Polizisten, die dann im wohl ersten Halloween-Film auf Michael getroffen sind. Und Michael, der plötzlich in einer absurden Geschwindigkeit, also wirklich hier flashgleich, ja, sich halt den einen Polizisten schnappt und den halt irgendwie dann erwürgt, fertig macht etc. So, Michael ist ja immer eher so der langsame Typ. Der rennt ja nicht oder so. Und ja, jetzt ist er halt dort einfach so... Hat mir auch nicht so gefallen. Das ist natürlich nicht genug, um jetzt zu sagen, hey, völlig andere Beweggründe. Das mit den Feuerwehrleuten wäre da dann halt eher der größere störende Punkt. Und jetzt muss ich sagen, mir hat sogar das mit der Feuerwehr gefallen. Ich kann das insofern für mich nachvollziehen, als dass auch Michael jetzt einfach wütend ist. Und im Zuge dessen, die stehen halt gerade da, abreagieren, er muss eh durch. Ja? Kann man so dann auch mal nehmen. Dann kommen wir noch zu einem Handlungsstrang, der in dem Film vorkommt, dass ja alle dann halt sich zusammenrotten und sich so eine Bürgermiliz bildet. Übrigens wie in Halloween 4, den finde ich sehr unterschätzt an dieser Stelle. Ja? Und da haben wir ja auch schon sowas, wo sich halt eine Gruppe von Leuten dazu berufen fühlt, also die klassischen Amerikaner mit ihren Gewehren und ihren Mützen und so, sie sehen alle sehr klischee-stereotypisch aus und genau so handeln sie auch und richten auch in Halloween 4 zusätzlich noch irgendwie jemanden hin, ja, der gar nicht Michael Myers ist. Und exakt die Geschichte, die ja kann man auch sehr politisch sehen, wird jetzt hier auch in diesem Film gezeigt. Das heißt, wir haben da, wenn man ja sagt, die anderen Filme sind eh alle negiert und man wollte das jetzt einfach reinbringen, ob das jetzt wirklich politisch motiviert ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls am Ende des Tages ist auch das eine gewisse Gesellschaftskritik und Politik dadurch. Die finde ich aber nicht sehr schön gemacht. Man braucht hier wieder so eine Krücke, dass halt Michael Myers ja nicht alleine ausgebrochen ist, sondern noch mit irgendwie zwei anderen. Einen hat man gefunden, den zweiten nicht. Der zweite sieht aus wie Ethan Phillips in alt, ist es aber nicht. Und der jetzt dann auch versucht, im Krankenhaus Hilfe zu bekommen, zuerst, weil er ja auch ein gestörter Mensch ist, von der Psyche her.
Und das wird dann halt so ansätzlich dargestellt. Dann halten aber ihn alle, obwohl er kleiner, dicker ist, einen weißen Insassenanzug anhat, anstelle von einem blauen Overall und auch keiner Maske hier, ja, halten ihn aber dann alle für Michael, was schon schwachsinnig ist. Dann kommt halt Lauries Tochter Karen, der Name ist übrigens bezeichnend. Sie verhält sich nämlich von vorne bis hinten, ich muss mal die Maske weglegen, wie eine Karen und versucht ihn dann so halblebig zu schützen. Und ja, an mir kommt keiner vorbei und natürlich rennen sie dann alle. Schönes Bild aber dafür. Danke an den ersten Kameramann hier. Ja, alle so an ihr vorbei und wollen ihn dann töten. Alle, der ganze Mob ist aufgeputscht. Die ganze Stadt will Michael und das Böse stirbt heute Nacht. Das finde ich auch einen schönen Fortsetzungscharakter. Die Leute stehen auf, die Leute wollen handeln. Frage ist halt hier wieder mit der politischen Komponente. Wie kommt das an? Rein cineastisch finde ich das schön. Aber es hat mir besser gefallen. Es ist heute besser inszeniert als 1988 in Halloween 4. Aber in Halloween 4 finde ich es authentischer. Nicht so pathetisch überladen wie heute. Und der arme Insasse stürzt sich dann aus Angst vor dem Fackelmob in der Klinik dann halt selber einfach aus dem Fenster. Und dann begreifen die Leute, was sie für Arschlöcher sind, hält sie aber nicht davon ab, weiter Arschlöcher zu sein. Und dann suchen sie wieder in Gruppen. Jetzt wird's gut. Stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt ja diesen riesigen Mob von Leuten, so 50 bis 100 Leute, die jetzt halt alle mit Knarren und so zu Fuß und mit Autos paradeähnlich durch die Kleinstadt patrouillieren. Das wäre was mit Hand und Fuß. Aber nein. Man spaltet sich immer weiter auf in kleinere Grüppchen, die sich in kleinere Grüppchen aufteilen, bis dann halt Lonnie noch auf die geile Idee kommt in seiner Vier-Mann-Gang. Ach übrigens, ich gehe jetzt allein in das Haus. Oh. Ey Leute, es war doch so schön geschrieben bis dahin. Warum, liebe Drehbuchautoren, lieber Regisseur, warum musste das dann sein? Nur, um dann natürlich wieder ein paar sinnfreie Tode herbeizuführen und am Ende dann doch wieder einen ganzen Mob von über 20 Leuten auf Michael eintreten zu haben. Also ich habe jetzt hier ein bisschen gerafft, denn das passiert nachher aber. Das heißt, es ist umso sinnfreier. Das finde ich schade. Ja, und dann erleben wir eben, dass auch hier Michael, deswegen mein Terminator-Bezug von vorhin, der ist ja einfach so. Jason, Michael etc., das sind ja alles eher Terminatoren heutzutage. Aber auch in den 80ern schon. Ja, Michael wird hier einfach wirklich... Da wird alles gemacht. Also, dass sie ihm nicht noch einzeln die Gliedmaßen abhacken, was ziemlich logisch für jeden Horrorfan ist, oder Buffy der Vampirjäger-Anhänger, das hätte man hier mal machen können. Michael Kopf ab, Hände ab, Arme ab und dann in jeden Kontinent irgendwie verstreuen. Ja, wird nicht gemacht. Und dann wundert man sich natürlich, dass der halt nach all den Stichen und Schüssen dann trotzdem wieder aufsteht. Und natürlich macht er sie dann alle weg, die 20 Leute. Und natürlich sehen wir das. Und jetzt ist die Frage, kann man das als Zuschauer so feiern, wie man ja diese ganzen Horror-Kult-Killer eigentlich früher schon gefeiert hat? Ja, das ist jetzt ein bisschen subjektiv gehalten natürlich. Für euch mag das anders sein als für mich. So wie generell mit dieser ganzen Meinung. Ich finde, das ist schön, denn... Es muss ja in eine gewisse Gegenrichtung gehen. Also du kannst nicht halt so einen riesigen Mob aufbauen und dann kommt da nur so ein kleines Gegenwindchen. Ne? Sondern dann muss es ja halt eine annehmen, das ist ja halt hier in dem Falle, die Gegenkraft ist ja halt irgendwie Michaels Gewalt. Hier kommt der Mob, der muss ja übrigens jetzt auch bestraft werden, dafür, dass sie ja den einen in den Tod getrieben haben. Also müssen sie selber Strafe durch Tod erleiden. Ne? Das ist ja halt oft einfach hier die Drehbuch- und Filmlogik. Ne? Kann nur noch ja, erlöst werden durch Tod. Ne? Wenn man halt irgendwie einen schweren Fehler in einem Film oder sowas begangen hat, ist das auch oft irgendwie so gewesen. Und auch da muss man sagen, kommt es dann wahrscheinlich aus diesem Grund zum Tragen. Und dann ist der Film auch hier wieder so, am Ende hat Michael dann, also im Vergleich zum vorigen Film, ein sehr klares Nicht-Ende, dass man halt weiß, und jetzt muss einfach nahtlos sofort noch der dritte Film kommen. Das bedeutet, drei Filme werden hier eine einzige Nacht erzählen, die 2018 angefangen hat und bisher immer noch nicht endet. Ja, Michael steht wieder in dem Zimmer seiner Schwester im alten Meyers Anwesen und Karen, ja, die Tochter von Laurie Strode, kommt rein. Beziehungsweise eigentlich ist es eher so, sie steht da, wo Michael steht. Michael steht dann plötzlich hinter ihr, sticht sie einfach hart weg. Es ist ein bisschen brutaler als auch sonst dargestellt. Und das war's. Das ist dann der Film. Das war das Ende. So abrupt und für mich auch gar nicht irgendwie richtig
vorhersehbar. Und das könnte man halt bei nicht vorhersehbaren Enden sagen. Kann halt sehr gut gehen. Oder in diesem Fall finde ich eher was? Ja, also ich fand es nicht misslungen, sondern wenn der Regisseur wirklich im Sinn hatte, mich mit diesem verstörten Gefühl irgendwie zurückzulassen, hat er das geschafft. Muss ich ihm lassen. Ja, das war so im Prinzip mal die Handlung, nicht unbedingt chronologisch abgefolgert, meine Meinung zu Halloween Kills. Ich finde, es ist ein sehenswerter Film, auch wenn man weiß, was passiert. Bitte einfach da nochmal am besten den vorigen schauen, also Halloween 2018 und gleich danach Halloween Kills, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und wir werden sehen, was der nächste Halloween für uns bereithält. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit meiner Meinung hier für den Film begeistern oder auch wenn ihr denselben Sachen doof gefunden habt, ja, da aus der Seele sprechen, schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ich werde jetzt erstmal wieder die Maske anziehen und gucken, wer hier so babysittet in der Nachbarschaft.